Günstiges Gold, Diablo 4 Items und weitere Boosts gibt es bei aoeah.com. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video präsentiere ich euch den Bowlingbären. Aus der Idee zu einem Funbild ist letztendlich ein spielbarer Charakter geworden, auch wenn er nicht so stark ist wie Meta-Builds. Natürlich zeige ich euch, wie ich diesen Druiden zusammengeschustert habe, aber er ist eben nicht vollkommen ausgereift und die Items sind auch noch nicht wirklich optimal. In Diablo 4 habe ich leider keinen Editor, mit dem ich jeden Geistesblitz direkt zusammenbauen und testen kann. Wem diese Idee jedoch gefällt, der kann es sich ja vielleicht sogar selbst zur Aufgabe machen, den Bild noch weiter auszuarbeiten. Für alle anderen ist dies dennoch möglicherweise ein interessanter Beitrag, der auf jeden Fall die Vielfältigkeit von Diablo 4 zeigt. Und zudem sieht der Bowlingbär in Aktion einfach lustig aus. Beginnen wir mit der Funktionsweise. Kern des Builds ist dieser Aspekt hier, welcher aus Felsbrocken eine Kernfertigkeit macht, die 50 Geisteskraft kostet. Das ist recht teuer, deshalb werden wir einiges brauchen, um mit den Ressourcen klarzukommen. Auf der Ausrüstung sollte man Kostenreduktion haben, das gibt es auf Amulettschuhen oder dem Schild und Ressourcenerzeugung gibt es auf Schild und Ringen. Dann braucht man das Paragonbrett Führung der Ahnen, um extra Geisteskraft und Geisteskraft pro Kill zu bekommen. Solange man genügend Monster killt, wird man in der Regel auch genügend Ressourcen bekommen. Außerdem wollen wir primitives Niedertrampeln skillen, so können wir uns mit dieser Cooldown-Fertigkeit auch regelmäßig aufladen. Für den Notfall haben wir dann auch noch die Basisfertigkeit. Für die Bärengestalt sorgen außerdem die beiden Unique-Items hier, die jedoch relativ häufig droppen. Um die Main-Skills zu pushen, sollte man +3 zu Zorn-Fertigkeiten auf dem Amulett haben, sowie Felsbrocken und Niedertrampeln auf der Hose. Ansonsten ist auf den Items natürlich Abklingzeitreduktion sehr hilfreich, um das Trampeln öfter nutzen zu können. Im Skilltree habe ich natürlich alles Mögliche an Bären- und Erdfertigkeiten mitgenommen und auch alles, was dem Ressourcenhaushalt hilft. Hier kann man mit Sicherheit Dinge noch anders oder vielleicht sogar noch besser machen, doch in dieser Form läuft der Build schon ganz gut. Felsbrocken und Niedertrampeln werden auf jeden Fall maximiert und wir nutzen die Ulti Grizzly Zorn. Im Paragon-System habe ich mich zunächst am Bollwerk-Dudu orientiert, der ja auch mit einer Erdfertigkeit spielt. Doch die letzten Bretter habe ich ausgewechselt. Überlebensinstinkte ist ein Brett, das jeder Bär haben sollte, hier sind viele wichtige Knoten. Und Führung der Ahnen ist wie eingangs erwähnt wichtig für den Ressourcenhaushalt.
Die Geistersägen sind genau wie bei meinem Bollwerk Dudu eingestellt, wenn er niedrige Dungeons läuft. Hier zeige ich euch einmal schnell meine Items, ich habe aber auch einen Planer-Link in die Beschreibung gepackt. Dort könnt ihr sehen, wie ich mir das perfekte Setup vorstellen würde. Der Bowlingbär ist ein Fernkämpfer und sein großer Vorteil ist es, dass er die Gegner auch wegstößt und somit im Idealfall die Distanz erhält. Besonders praktisch sind natürlich eher engere Dungeons, wie zum Beispiel Sarats Unterschlupf, Niedergang des Raureifs oder Ulduas Höhle. Bei Einzelzielen wie Bossen hält man am besten die Basisattacke durchgehend gedrückt und klickt zwischendurch immer wieder, um die Felsbrocken zu casten. Es macht auf jeden Fall Spaß, ihn einmal ausprobiert zu haben. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen ja sogar noch etwas Geniales ein, was diesem Bild noch mehr Macht gibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich an dieser Stelle. Macht es gut und möge der Loot mit euch sein.
folgt mir. Danke. Die Eiche sei mit euch.